StorySphere ist eine sehr einfache Gratis-Plattform, um 360-Grad-Bilder zu einer interaktiven Tour zusammenzuhängen. Ich bin hier mit meinem Google-Account angemeldet. Es braucht einen Google-Account dafür und da wähle ich Create. Ich werde aufgefordert, einen Titel einzugeben. Soll als eine Wanderung zum Schiebenstuhl beschrieben werden. Ich akzeptiere die Benutzungsbedingungen, sage Next und jetzt muss ich das Bild hochladen. Das habe ich mit der App Google Street View gemacht. Da wird auf dem Smartphone aus 50 Einzelbildern ein Rundumbild hergestellt. Natürlich könnte man in diesem Fall auch eine entsprechende Kamera benutzen. Auswählen, schon ist es bereit. Und hier drin sollen nun Audiodateien platziert werden und Hotspots, also Links zu weiteren Bildern. Ich gehe also einen Schritt weiter mit Next, lade die Audiodatei hoch, die ich vorbereitet habe. Das muss im MP3-Format vorliegen. Ich habe die Datei mit Audacity gemacht, diesem Programm, das es für alle Plattformen gibt. Wenn du das Symbol noch an eine andere Stelle rücken möchtest, so kannst du da dieses Werkzeug nutzen für die Höhe und die Breite. Du kannst die Größe des Symbols noch anzeigen lassen. Und hier musst du noch dich entscheiden, ob das generell einfach eine Erzählstimme im Hintergrund sein soll oder eben ein Hotspot. Das heißt, ob die Stimme erst erscheinen soll, wenn du zum Beispiel mit der 3D-Brille dieses Symbol in Beschlag nimmst oder wenn du mit der Maus darauf klickst. Next. Und hier könnte ich jetzt zu anderen solchen Rundumbildern verlinken. Ich habe aber noch gar keines, deshalb speichere ich das Ganze und könnte es noch nun anschauen. Ich lasse das im Moment noch. Ich könnte das auch veröffentlichen, damit alle Leute das sehen. Ich würde hier jetzt aber nur den Link speichern und den Link weitergeben. Gut, mit dann bin ich wieder zurück in der Oberfläche von meinen Geschichten und mache gleich eine neue. Auch hier wieder das Bild hochladen. Da käme nun noch eine weitere Audiodatei hinzu. Lade ich gleich hoch. Und hier kann ich jetzt noch einen Link setzen zu einer anderen und da wähle ich die vorherige Datei aus. Und dann und dieses Symbol muss ich jetzt noch an den richtigen Platz rücken, nämlich am Fuß des Schiebenstuhls. Mit Save ist das abgeschlossen. Ich gehe nochmals zu meiner ersten Datei. Und mache hier nun ebenfalls noch diesen Link. So, und jetzt schaue ich das mal an. Wenn ich jetzt also auf die erste Datei tippe, so kann ich mich hierhin herumbewegen. Ich kann eine Datei abhören und ich kann mich mit einem Klick auf den Pfeil zum nächsten Bild bewegen und dort weiterfahren. Ja, du siehst, StorySphere ist eine einfache Plattform, die aber einiges an Vorbereitung braucht. Zunächst müssen all diese 360-Grad-Bilder erstellt werden und natürlich
müssen auch die Audioaufnahmen vorbereitet werden, bevor man dann mit der eigentlichen Arbeit beginnt.